Und nochmal mache ich ein Video über das Thema Rüdiger, also das Foto, das mittlerweile jeder kennt. Es geht dabei gar nicht um das Foto oder um die Geste. Es geht vielmehr darum, dass jeder dieses Thema für sich ausschlachten möchte, instrumentalisieren möchte. Und ich habe das Gefühl, genauso übrigens wie auch bei diesem leidigen Thema, dass man mittlerweile gar nicht mehr die Menschen zusammenführen möchte, sondern immer noch mehr spalten möchte. Ist das zielführend für uns als Gesellschaft in Deutschland oder allgemein auf der Welt? Meiner Meinung nach definitiv nicht. Deswegen lasst uns nochmal drüber reden. Ja? Da haben wir dann so einen Menschen wie einen Julian Reichelt, der sicherlich öfter mal den Finger in die Wunde legt und sicherlich auch öfter mal das Richtige sagt, indem er zum Beispiel die Ampelpartei entlarvt mit ihrer Heuchelei und so weiter und so fort. Ihr wisst alle, über was ich rede, über dieses News-Portal, das an sich ab und zu sicherlich mal richtige und gute Aufklärungsarbeit leistet. Was dieser Herr Reichelt aber auch macht, er hetzt und spaltet, indem er eben immer nur die eine Wahrheit sagt, aber die andere Wahrheit außen vor lässt. Beispiele? Früher war er komplett für diese Flüchtlingspolitik, siehe hier. Und mittlerweile hat man das Gefühl, dass er komplett gegen Migration ist und alle Muslime bzw. alle Migranten unter Generalverdacht stellt. Er macht keinerlei Unterschiede und setzt alle unter Generalverdacht, die zum Beispiel aktuell sagen, dass diese Regierung da oben kritisch betrachtet werden sollte wegen dem Thema da oben, weil wir alle kennen diese Bilder und wir wissen auch alle, was dort geschieht. Aber für den Herr Reichelt sind wir dann alle Antisemiten. Er repostet dann solche Themen wie diese hier. Vollkommen berechtigterweise kann man im Fernsehen zeigen, ja. Diese Geiseln dürfen freigelassen werden, bin ich auch dafür. Aber das andere Thema komplett eben verschweigen, was da eben vor sich geht, das ist für mich einfach nur Hetze. Für mich will dieser Mensch bewusst spalten. Er hat zum Beispiel überhaupt kein Verständnis für diese Pro-Palästina-Demos, ja. Obwohl die sowas von gerechtfertigt sind, obwohl die sowas von wichtig sind, weil wir alle kennen diese Bilder aus dem Gazastreifen. Und ihr könnt mir nicht erzählen, dass das dort nur Terroristenbekämpfung ist. Und das weiß auch ein Herr Reichelt. Das ist meine persönliche Meinung. Und warum redet er darüber nicht? Er kennt diese Bilder, er kennt diese Situation vor Ort und bewusst lässt er diese Situation außen vor bzw. rechtfertigt diese Situation noch, indem man sagt, es geht doch darum, dass Israel sich ja nur verteidigt. Und wäre er daran interessiert, uns als Gesellschaft in Deutschland zu verbinden, ja, dann würde er zum Beispiel sagen können, diese Hamas-Gräueltaten am 7. Oktober, die müssen rigoros aufgearbeitet werden. Und ich lasse jetzt mal bewusst außen vor, dass es ja zig Verschwörungsbestätigungen wahrscheinlich gibt, dass die Israelis da selber involviert waren. Ich habe sogar komplettes Verständnis dafür, dass Deutschland aufgrund seiner Vergangenheit ein besonderes Verhältnis zu Israel pflegt, aber das rechtfertigt eben nicht diese Kriegsverbrechen. Und sogar der UN-Sicherheitsrat hat diese quasi bestätigt, indem man eben sofortige Waffenruhe im Gazastreifen fordert. Auf mich persönlich bezogen, ich versuche mit meinen Videos Menschen zusammenzubringen. Wir in Deutschland, wir haben eben eine Gesellschaft, die Multikulti geprägt ist. Gibt es auch wieder zigtausend Theorien, kann das funktionieren, soll das funktionieren, wollen wir das überhaupt? Fakt ist, wir leben in einer Multikulti-Gesellschaft, ob es einem gefällt oder nicht. Das ist nun mal die Realität. Und anstatt immer wieder zu diskutieren, oh, das funktioniert nicht und diese Gesellschaft ist gescheitert, könnte man einfach mal darüber diskutieren, wie denn diese Gesellschaft wieder zusammenkommt. Und wisst ihr was? Deswegen bin ich auch in keiner Bubble und deswegen bin ich wahrscheinlich auch nicht groß, weil ich eben nicht polarisiere, weil ich eben nicht immer nur eine Bubble bediene und andere Wahrheiten eben komplett außen vor lasse, weil ich sonst meine eigene Bubble im Prinzip verärgern könnte. Und das machen ganz viele Influencer. Unter anderem eben auch dieser hier, Koya, ja, ich schätze dich, ich feiere dich, schon seit Jahren, aber wenn du jetzt komplett zu Julian Reichelt stehst, dann lässt du bewusst außen vor, was dieser Mann eben so ab und an postet. Du hast ja gerade eben gepostet, dass Julian Reichelt immer recht hat, dann gehe ich auch davon aus, dass du eben es auch so siehst wie ein Julian Reichelt, dass man diese Menschen, die bei diesem Anschlag in Moskau verunglückt sind, nicht betrauern darf, weil man sonst Putin in die Karten spielen würde. Ist das so? Das ist dann nämlich wieder diese bewusste Hetze von einem Herr Reichelt, der das schreibt, weil er natürlich damit polarisiert, aber
vielleicht sogar ernst meint, ja? Also bei aller Liebe, wenn ein Mensch verunglückt, dann ist es mir egal, welche Nationalität er hat, dann trauere ich um ihn. Vor allem, weil er überhaupt nichts dafür kann, oder? So etwas kann übrigens auch einem Koya oder einem Herr Reichert passieren und auch da würde ich um diese Menschen trauern. Ihr etwa nicht? Und jetzt nochmal zum Thema Rüdiger zurück, zu diesem Foto. Ich für meinen Teil, ich habe überhaupt kein Problem mit diesem Foto, aber es gibt viele Menschen in Deutschland, die eben ein Problem haben. Und auch da muss man einfach berechtigterweise sagen, ein Herr Rüdiger, der für die Nationalmannschaft spielt und eben merkt, dass der Shitstorm in Deutschland so groß wird, er kann sich doch zumindest einfach mal vor die Kamera stellen und sagen, warum er das gemacht hat. Er könnte damit auch erreichen, dass viele Deutsche eben diesen Fingerzeig nicht mehr mit ISIS in Verbindung setzen. Versteht ihr? So in aller Form ist diese Gesellschaft darauf aufgebaut, dass man einen immer spalten möchte, aber nicht versucht zu verbinden. Egal, ob die eine oder die andere Seite. Ich versuche es euch nochmal zu erklären auf die aktuellen Themen bezogen. Die Migrationspolitik ist zum Scheitern verurteilt, aber wir sind selber im Westen daran schuld, dass es überhaupt diese Flüchtlingsströme gibt. Das sind Fakten. Und jetzt hinzugehen, zu sagen, oh, wir wollen die alle nicht, tja, dann muss man erstmal selber schauen, warum man denn diese aktuelle Situation hat und vor allem, wer denn daran interessiert ist. Und ich für meinen Teil, ich sage, es gibt viele Migranten, die kriminell sind, die hier in Deutschland nichts zu suchen haben, aber definitiv nicht alle. Wir haben auch einen Wetterumschwung. Wir müssen was gegen diese Umweltverschmutzung tun. Aber diese Ideologie da oben, es gibt auch noch die andere Seite. Wieso wird darüber nicht berichtet und immer nur diese Ideologie in den Vordergrund gestellt? Und bei diesem Thema hier, können wir endlich mal aufhören, dass der Ungeimpfte gegen den Geimpften schießt und dass der Geimpfte immer noch nicht irgendwie bereit ist zuzugeben, dass da irgendetwas im Busch war? Können wir mal wieder versuchen, uns zusammenzuführen und nicht irgendwie jeder für seinen Teil, oh, ich will jetzt nicht aus meinem Häuschen heraus, auch wenn ich falsch gelegen habe, weil sonst könnte das ja zu meinem Verhängnis werden. Das bringt uns nicht weiter, denn die Verantwortlichen, die sind immer noch in der Macht und die entscheiden über aktuelle Themen, versteht ihr? Und dieses, es gibt nur zwei Seiten und jede Bubble versucht, ihre eigene Seite für sich zu instrumentalisieren und die andere Seite kaputt zu reden. Bringt uns das wirklich weiter? Die Wahrheit liegt bekanntlich meistens in der Mitte. Über diese Mitte wird aber nicht mehr diskutiert und soll auch nicht diskutiert werden, weil man uns spalten möchte. Und jetzt frage ich euch, wollen wir das zulassen? Also die Medien wollen das, die Regierung will das, anscheinend wollen das auch die großen Influencer, ich gehe sogar so weit. Wahrscheinlich sind sie nur so groß, weil sie eben ein Teil vom Spiel sind. Könnte das sein? Ich weiß es nicht, aber ich für meinen Teil, der verbinden möchte, ich bleib klein, kann man ja auch mal drüber nachdenken. Oder es gibt eben in der Gesellschaft ganz viele Menschen, die eben auch daran interessiert sind, nur zu spalten und nicht zusammenzuführen. Denkt mal drüber nach und schreibt in die Kommentare, wie ihr das seht. Und ansonsten kommt hier vorbei für alternative News. Haut rein!